Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Asterigos. Keine Sorge, wir farmen heute nicht weiter. Ich weiß, war ziemlich mies. Hier Astralkonzentrat. Ich glaube, das bin ich das letzte Mal gefragt worden in den Kommentaren, wo man das herbekommt. Also hier an der Stelle könnt ihr es zum Beispiel farmen. Glaube ich, dass ich das gefragt wurde. Jo, ich wollte nur gerade einen Soundcheck machen, wie laut hier meine ganze Anlage ist und der ganze Krempel. Und in der letzten Folge, also wir machen heute mit dem Dunklen Ritter weiter. Ich freue mich da auch massiv drauf. Ich habe richtig Bock weiter zu zocken und bin aufs Endgame, wenn es denn dann bald kommt, sehr gespannt. Ach krass, das sehe ich jetzt erst. Seht ihr das oben rechts über der Karte, über dem Lorbeeranwesen? Die Füchse, die Hasen, 2 von 2, 12 von 12 Kisten, 2 von 2 Schatztruhen. Krass, das wird hier auch angezeigt. Hier habe ich es im Überflutungs... Ne, generell hier in dem Bereich habe ich es übersehen, habe auch noch Kisten übersehen. Okay. Aber die Füchse habe ich all, hier habe ich sie auch alle, hier habe ich sie auch alle, hier auch. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Und hier auch. Also füchsemäßig sind wir schön am Start. Ach krass. Ja, und da fehlt noch eins. Oder einer. Stimmt, wir haben noch die Blaupause gefunden, die wir auch noch abgeben müssen. Ja, warum ich überhaupt hier nochmal starte, und zwar Lager der Physikoi. Dort möchte ich gern mit euch hin zu dem Händler und möchte gern meinen Seelenstaub oder wie das Zeug, diese Erfahrungspunkte, diese Währung da, möchte ich gerade kurz ausgeben. Ich habe über 100.000, ne, dass das jetzt beim Boss irgendwie schief geht und ich mich dann ärgere, dass der Kram einfach weg ist. Dann gebe ich es doch lieber aus, hier bei unserem Händler. So, wenn er mich denn lässt... Ah, okay. Ich wollte gerade schon sagen, was sind das für Gesprächsoptionen. So, Sternit, Ansammlung. Ja, wir haben vieles sehr oft. Donnerkonzentrat fehlt eigentlich noch ein bisschen. Da kaufen wir das mal. Geht auch nur noch einmal. Das Auflösemittel haben wir mittlerweile auch schon 21 Mal. Feuerkonzentrat fehlt noch ein bisschen. Dann kaufen wir das noch. Oh, das ist auch recht teuer. Ja, und wegen mir ist Eiskonzentrat noch einmal. Dann habe ich 70.000 ungefähr über. Wobei, komm, dann kaufen wir das noch einmal und dann passt das schon. Wunderbar. Warum sind da eigentlich neue Gesprächsoptionen? Ah, ne, sind sie gar nicht. Okay. Fragen, ob ihr alte Weißbraue helfen könnt, das Bewusstsein zu erlangen. Ach, das war... Ah, das war die Quest. Ja, schön. Das kriegen wir dann ja hin, ne? Dann müssen wir den irgendwann hier hinbringen, diesen anderen Typ, den wir da gefunden haben. So. Und dann noch Folgendes hier bei denen hier gehen. Mal gucken, ob da was geht. Haben wir nochmal neue Symbiose-Kristalle? Oh jo. Alles klar, geben wir auch ab. Gut, dann jetzt kriege ich natürlich wieder Punkte, aber vielleicht auch mal irgendwas anderes. Ja, der nimmt die jetzt immer. Ja, ich gebe sie ihm jetzt mal. Vielleicht löst es irgendwann noch was aus. Ja, jetzt war es das. Okay, alles klar. Und weil wir gerade wieder ein paar Punkte gemacht haben, kaufe ich mir noch einmal so ein... Ne, mache ich nicht. Wir gehen ganz kurz hier in unsere Hauptbase. Teleport. Das ist ja mal nice, dass mir das da oben aufgefallen ist. Dann kann man natürlich nochmal gezielter suchen. Das konnte man eh schon, also mit den Hasen, Füchsen wäre es echt schwierig gewesen. Auch mit den Schatztruhen, glaube ich, wäre es schwierig gewesen. Da hätte man es sich noch anderweitig zusammenreimen können. Also man kann das jetzt schon eigentlich recht gut machen oder erahnen, wo das ungefähr alles so sein könnte, wo man da hin muss. Zum Beispiel hier über die Schriftstücke, dann rafft man, okay, hier im ersten Bereich im Außenrand fehlt mir da noch was. Oder hier in den schwarzen Straßen. Da ist das hier nochmal genauer untergliedert. Und da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch, dass dort mal eine Schatztruhe nebendran liegt. Oder ein Hase rumläuft, sollte man den noch nicht gefunden haben. Also so kann man sich das ein bisschen zusammenreimen, würde ich mal sagen. Hier jetzt versunkene Außenbezirke, da fehlt mir noch was. Ja. Und die Dinger sind ja manchmal auch in Kisten oder so, wenn mir dort jetzt eine Kiste fehlt und so weiter und so fort. So, irgendwie kann man sich das dann zusammenreimen. Finde ich eigentlich ganz nice. So, dann würde ich sagen, teleportieren wir uns zur Zuflucht. Geben die Blaupause ab.
Gucken, ob wir irgendwas bauen können, ob ich diesmal mal gewillt bin, irgendwas zu bauen. Auch das gibt, glaube ich, noch Erfahrungs- oder hier Achievements und so. Und dann geht's in Sticks endlich weiter. Ja, und noch ganz kurz zum Level Up. Das können wir natürlich vielleicht auch noch ganz kurz machen. Ich habe nur einen Attributspunkt bekommen. Anscheinend kommt man da so langsam an eine Grenze. Ja, 45 Leben. Gab es da immer 45 Leben dabei? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich würde aber sagen, wir gehen trotzdem nochmal auf Leben. Talentpunkte haben wir zwei. Dort waren wir ja bei Schwert und Schild unterwegs, oder? War das so? Wo bin ich jetzt hier? Da bin ich bei den Dolchen. Bei Schwert und Schild wollten wir irgendwo hin. Hier Schutz des Nordwindes. Genau, das wollten wir, glaube ich, haben. Jo, dann machen wir das auch mal. Aber da komme ich noch nicht hin. Die Schwert- und Schildtechnik kostet weniger Ausdauerpunkte. Nee, gut, okay, lassen wir mal so. Ich will den Skill hier haben, ne? Das war eigentlich unser Plan. So, geben hier die Blaupause ab. Und dann gucken wir mal. Hey, Sweetie, what's up? Was hatte ich denn? Ah, hier. Hey, look, I found a new blueprint. Awesome, cutie. It's very detailed. Now I can make more trinkets for you. Ich hoffe auch mal wirklich gute. So, Verstärkung verbessern, da ging nichts, oder? Ja, brauche ich auch noch diese komischen Sonder-Items, sage ich mal. Ah, da braucht man die ganzen Konzentrate. Okay, deswegen die Frage. Ja, da ist es natürlich so, irgendwie habe ich gehört, im New Game Plus würde man den Kram hier nochmal verlieren. Das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht bleibt. Waffen verstärken. Nee, will ich auch nicht. Ich will Schmuckstücke herstellen. Was haben wir denn da Schönes? Ja, immer noch den Kram hier. Hier könnte ich Sachen herstellen. Ist da wirklich mal was richtig Crazy-mäßiges dabei? Ja, da oben, das ist schon nicht schlecht. Nur Eis einmal Minus und ansonsten nur positive Aspekte. Das Ding ist schon nicht schlecht, ne? Ja. Hier ähnlich. Das ist natürlich geil. 18 Feuer, ne? Ich glaube, der ist sogar neu, oder? War das nicht gerade angezeigt worden, dass der neu ist? So, was haben wir hier Schönes? Ich mag eigentlich so Dinger, die generell gut sind. Das hier jetzt auch. Ja, das andere hat ja bei Feuer, bei Eis Minus gehabt. Dann könnte man das hier als Konter anziehen. Und da hätte man nochmal 2 Minus bei Feuer und 7 bei Eis. Bei Eis hatte das andere Minus. Ja, so irgendwie müssen wir uns das noch zusammenstellen. Mir wurde auch gesagt, dass es im New Game Plus beziehungsweise hier im Endgame auch stark auf die Trinkets nochmal ankommt. Also sind wir da mal gespannt. Kann ich noch eine Waffe upgraden? Ich glaube auch nicht. Also nicht das hier, was für uns wichtig wäre. Ne, dann spare ich mir das jetzt mal auf. Gut, alles klar. Beim Händler gibt es ja auch nichts Neues, denke ich mal. War da noch eine Quest mit dem? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube nicht, ne? Oh, Karte von Sticks übergeben. Der will die. Okay, dann machen wir das mal. Is this what you want? Can you understand it? It's an Ephesian code. I can decipher it. In return, apart from trading more of my valuables, I'll tell you something. You know the warehouse underneath the dungeon? Inside, there are lots of goodies. Warehouse? How do I get in? Sorry, that'll cost you a little more. You. Ugh, forget it. Nice, endlich geht's bei ihm mal weiter. Lagererweiterung 3 oder Ladenerweiterung 3. Das geht also mit der mit der Sticks-Karte. How can this humble servant be of service, friend? Und jetzt müssen wir irgendwie in den Lagerraum anscheinend kommen. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken, was er jetzt anbietet. Da bin ich ja mal gespannt. Elixier der Erneuerung nochmal einmal. Unendlich Sternit-Erz, Sternit-Brocken. Unendlich. Das ist natürlich nicht schlecht. Sternit-Ansammlung verkauft er auch noch. Das Erz und die Stücke. Krass. Unendlich sogar. Was geht denn jetzt ab? Oh, Leute. Jetzt kann man da richtig einkaufen. Richtig fett. Abschrecklösung. Ach du Scheiße. Jetzt bietet er irgendwie alles an, was irgendwie gut ist, ne? Dann nutzen wir das auch. Da kaufen wir mal 5 davon. Und 2 davon. Mega nice.
Und, jo, drei davon, was? Also, oh, was kosten die 50.000? Okay. Ja, das ist natürlich, also, das ist schon richtig stark, ne? Jetzt haben wir da einen Superhändler. Also spätestens jetzt ist er richtig gut geworden mit dem ganzen Krempel, den wir hier einkaufen können. Das ist schon mega zum Aufwerten der Dinge. Mega nice. Jo, super geil. Da haben wir da auch mal richtig hingelangt. Die Karte zu dem Bauplan oder um generell den Händler hier aufzuwerten, das war ja genau an dem Punkt hier Büro des Wärters, wo wir waren, ne? Da lag das ja einfach auf dem Tisch rum. Ganz vorne, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gehen wir jetzt zum Wächter. Wir sollen da runter und dort zu einem zentralen Punkt und dann machen wir den weg, ne? Genau, hier an diesem Punkt, Büro des Wärters, und ich glaube direkt hier lag die Karte rum, oder? Und die habe ich ihm gerade abgegeben und deswegen haben wir hier den krasse Mega-Händler. Supergeil. So, ansonsten, ja, waren wir hier an der Stelle. Genau, haben uns hier überall umgesehen. Warum steht der Typ jetzt hier? Macht das was? Nee. Ja, wir müssen die Wendeltreppe immer noch runter. Hier drin war ja nichts los, außer das Quest-Item, das wir für den Boss brauchen. Auch nice. Oh, jetzt freue ich mich. Und hier hinten ging es dann runter über diese Wendeltreppe, ne? Genau, an der Stelle. War das so? Ah, hier. Ja, runterfahren war sogar richtig. Runterfahren, runtergehen. Ja, vielleicht fährt man da an mehreren Stellen vorbei, wenn man schnell genug runterläuft. Könnte sogar eventuell sein, sowas hier. So, und jetzt sollte hier eigentlich gleich eine Tür sein. So ist es. Schon geil. So, und das ist jetzt wahrscheinlich irgendwann bald dieser angesprochene Kampfesraum. Und wir sind auch unter dem Kerker. Ah, und haben wieder... Ah, schön, 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 schön. Ja, das nutzen wir gerade. Können wir wieder porten, müssen nie wieder hoch und runter fahren. Könnte natürlich auch ein Fehler sein, weil vielleicht genau dort ein Secret auch liegt. Bei dem Hoch- und Runterfahren. Wiege des Phylakteriums, das könnte dieser Kerkerplatz unterhalb sein, den er gemeint hat, hier unser Händler. Etrus Mutantenberichte. Irenaeus ist jedoch nicht in der Lage, so zu denken. Und selbst ich kann den Groll bla 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 Hyphea bla. Ne, ich glaube nicht, dass das wichtig ist. Es gibt nur eine Sache, die mir Sorgen bereitet. Das Kind von Haus Goldolive, das auf Irenaeus aufpasst. Ich habe gehört, dass dieses verfluchte Kind seine Nase vor kurzem in Styx-Angelegenheiten gesteckt hat. Ich habe entschieden, ihn Styx besuchen zu lassen. Hoffentlich schluckt er den Köder, den ich hinterlassen habe bei den Göttern. Wir werden den dunklen Wächter in Aktion erleben können. Oh, nett. Nett. So, dann gehen wir hier weiter. Irgendwo hier wird wohl noch ein Häschen rumbrettern. Gehe ich mal stark davon aus. Ein Fuchshase. Da ist wieder ein Echo. Noch ein Echo. Und da vorne ist der Bosskampf. Oder würde ich tippen. Also gehen wir mal hier rein. Gucken, ob da ein Hase ist. Da ist er. Was? Da ist er. Mach was. So, da kommt er niemals weg. Irgendein Gefangener macht da noch blöd. Oder will irgendwas von uns. Sehr schön. Morgenstern-Elixier. Traumhaft. So, sollen wir noch einen Gefangener befreien? Bestimmt, oder? Hier ist noch ein Echo am Start. Und vielleicht auch eine Kiste oder so. Oh, macht gerade richtig Bock wieder. Das Spiel ist einfach echt mega geworden. So, ist da sonst noch was? Nö, da hören wir uns mal das Echo an. Der Priester und der Handwerker. Reverend, this might sound abrupt, but I want to thank you for your guidance during this time. All in service to the goodness of the gods. Please, take this statuette, the three I made for you. Oh my, fine craftsmanship indeed. Your love and respect for the gods radiates from it. It is an excellent piece. As for me... It is simply my humble duty to guide all followers toward the paths of the gods. But I will keep it with me
and be reminded of you whenever I use it to pray. May they forgive your sins and make you a better citizen. Thank you, Reverend. It brings me such peace to talk with you. When we first met, you spoke about how you despise the gods. But now you are much more peaceful, and your mind is no longer filled with anger. You are an excellent craftsman, with all potential for most. Although not of Elstor blood, your ability is destined to serve the gods. Nothing would make me happier. I'm grateful I didn't die here. As long as the gods help me survive this place, I have a chance of seeing my wife again. I'm sure that day will come. But until that time, there are many things that I need your help with. Petrius will bring us back to glory. Then we'll be able to discuss the grace of the gods and reveal to them. Eine sehr erkenntnisreiche Folge, finde ich. Storytechnisch so ein bisschen. Oh. Wichtiger Gegenstand. Das, ist das nicht Pla, Tranquilit? Oh, keine Ahnung. Abgenutztes Tagebuch. Das könnte eventuell noch wichtig sein. Das sollten wir uns kurz durchlesen. Jo, halt wegen dem Händler finde ich halt mega. Händler war super geiler Spot jetzt, dass wir das rausgefunden haben, auch wenn wir viele dieser Items schon erfarmt haben, weil ich auch oft Farm, so kleine Farmrunden gemacht habe. Denke ich mal, ansonsten wäre das noch krasser jetzt für uns. Und was natürlich mega ist, ist, dass wir das rausgefunden haben mit diesen Hasen und bla bla bla, dass das da auf der Karte angezeigt wird. Ich habe oft in den Kommentaren gelesen, dass Leute irgendwie noch einen Hasen speziell suchen und bla bla bla. Und da würde ich mal sagen, ist das eigentlich kein schlechter Tipp, oder? Ich habe ein magisches, da haben die es vielleicht auch übersehen oder so, Flotationsgerät für die zwei Lords hergestellt, damit sie von Styx aus direkt unter die Erde gelangen können. Seit ihrer Abreise sind bereits mehrere Tage vergangen, werden sie zurückkehren. Die Geräusche aus der Zelle nebenan sind schrecklich. Nun weiß ich, warum ich solche Angst hatte, Liebling. Auch ich fühle mich allein und fürchte mich. Ich werde alles tun, um diesen Ort zu verlassen. Heute hat mir Lord Irenaeus einen Tranquilit aus als Belohnung zukommen lassen. Er sagte, er käme aus der aus den schillernden Tiefen. Er sagte mir auch, dass meine Forschungen der letzten Jahre zu einigen großen Durchbrüchen geführt haben und dass es nicht mehr lange dauern würde, bis der Fluch der Götter gebrochen sei. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er die Wahrheit spricht oder nicht, doch durch das Berühren des Steins fiel ein Großteil des Drucks, den ich fühlte, von mir ab. Es ist das erste Mal seit meiner Ankunft in Styx, dass ich mich so ruhig fühle. Ich habe heute eine Figur des Hofmagistrats erschaffen und Lord Irenaeus gegeben. Ich wollte mich da bei ihm dafür bedanken, dass er sich in Styx um mich kümmert. Was immer passiert, ich muss weiter daran glauben, dass er und die anderen es schaffen werden. Nur dann kann ich daran glauben, dass wir uns wiedersehen, Liebling. Da ich Tag und Nacht an Lord Irenaeus' Seite verbringe, weiß ich, dass er und Lord Petrius verschieden sind. Der große Archon war mir immer ein Rätsel, aber ich habe eine leichte Veränderung in Lord Irenaeus' Ton bemerkt. Allerdings finde ich es merkwürdig, dass er nicht glücklich zu sein scheint, obwohl er die Lösung des Problems immer näher kommt. Heute kam Lord Petrius zu mir in die Zelle und fragte mich, ob ich willens wäre, ein Testsubjekt zu werden, mit dem bewiesen wird, dass Asterigos entfernt werden kann. Er sagte, wenn es zu Ende wäre, würde ich meine Freiheit wieder erlangen. Ich stimmte zu, um meine Geliebte wiederzusehen. Bitter. Abgenutztes Tagebuch 1. Ja, da steht dann auch nochmal ein bisschen was drin. Als ich von der Legion verhaftet wurde, sah ich mich schon als Sternstaub im Mund anderer Menschen. Ich hätte nie erwartet, nach Styx gebracht zu werden. Sie haben mir sogar eine eigene Zelle gegeben, damit ich mich dem Willen der Götter hingebe. Götter? Ich dachte, die Götter hätten uns vor langer Zeit verlassen. Warum sonst sollten wir hier so sehr leiden? Jedenfalls sind Lord Petrius und Lord Irenaeus beide in Styx. Könnten die Gerüchte wahr sein, dass die Gesundung des Archon nur eine List ist? Ich fühle mich hier, als würde ich in einer unergründlichen Dunkelheit versinken. Liebling, ich vermisse dich so sehr. Wie geht es dir? Ich mache mir Sorgen um dich. Schließe dich Etrius nicht an, selbst wenn die Götter der Sterne uns verlassen.
Ich bin wirklich enttäuscht von Lord Irenaeus. Ich erinnere mich daran, einst seinen tiefgründigen religiösen Reden und klugen Antworten gelauscht zu haben. Warum ergeben sie dann gar keinen Sinn mehr, wenn ich sie heute höre? Habe ich meinen Glauben an die Götter verloren? Lord Irenaeus möchte, dass ich Geräte für sie herstelle, für Aethys Zukunft, sagte er, um diesen Fluch zu brechen, der über uns alle hereingebrochen ist. Ich dachte, die Götter würden mich nicht mehr länger kümmern. Aber mit Lord Irenaeus über die Lehren, die mir beigebracht wurden, zu debattieren, ist zu einer Möglichkeit geworden, dieses ungute Gefühl loszuwerden. Lord Irenaeus hat eine gute Vorstellung davon, was Lord Petrius plant, doch seine Taten stehen im Gegenzug zu dem, was uns die Götter laut ihm lehren. Die Geräte, die ich herstelle, sollten nicht auf diese Weise verwendet werden. Als ich heute die Zelle verließ, hörte ich einen jämmerlichen Schrei aus einem anderen Labor. Ich hatte Angst, ich möchte kein Mörder sein, meine Hände waren für Größeres bestimmt und sind nicht dazu da, mit Blut getränkt zu werden. Aber könnte Lord Petrius ähnliche Dinge tun, hielt ich ihn immer für so rein und bla bla bla. Echt? Okay. Wenn dir das bekannt vorkommt, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Weil mir kommt es nicht bekannt vor. So. Was ist das da? Da können wir was drücken und eventuell Shortcutten. Ah, das könnte es sein. Oder? Controller, beruhig dich. Beruhig dich, Controller. Der geht hier volle Kanone ab. Fremde, lauf, solange ihr noch könnt. Wer dann? Was ist dann? Achso, da in den... Ah, der da. Ich bin zum ersten Mal hier. Ich suche nach der Person, über die ihr gesprochen habt. Was? Ah, ihr sucht also jemanden. Haha, naives Mädchen. Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte, die ihr sucht, aber wie wäre es damit? Helft mir bei einer Kleinigkeit, dann verrate ich ein großes Geheimnis über dieses Gefängnis. Verhandeln in Aethys selbst die Gefangenen gern. Hört man, ein gutes Geschäft wie dieses solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich brauche tatsächlich mehr Informationen über Styx. Wobei braucht ihr Hilfe? Wenn ein Gefangener hier eingesperrt wird, werden seine Habseligkeiten im Lagerraum im Erdgeschoss verstaut. Dort befindet sich auch mein Lieblingsspeer. Wie sieht der aus? Ja, so und so. In Ordnung, ich kümmere mich darum. Gut, der will also irgendeinen Speer. Kann ich den befreien oder so? Da oben, wenn ich die Ketten da wegsprenge oder sowas. Ne, es hat damit gar nichts zu tun. Und hier unten ist dann doch nicht Boss-Time, oder was? Also wir hätten einmal diesen Raum hier, wo wir unseren Wächter wahrscheinlich anlocken und das, was ich da hinten freigeschaltet habe. Das möchte ich noch ganz kurz mir angucken. Was ist das hier jetzt? Ist das ein Ort, wo wir schon mal waren? Jo, das ist der Anfang, oder? Also nicht wirklich der Anfang, dort, wo wir irgendwann mal runter sind. Ja, jetzt verwurstelt sich der ganze Krempel hier so ein bisschen, würde ich sagen. Habe ich keine Magiepunkte? Nö, habe ich nicht. Okay, dann müssen wir es so machen. Und bitte keinen Stress machen, kleine Gegner da. Gebt mir XP und sterbt und lasst Astraldinger oder sonst was fallen, das wäre nett. Habe ich überhaupt das richtige Element? Nee, ich habe hier Magie drin, ne? Dumm, dumm, dumm. Hey, das ist meine Schmiede, haut ab oder was auch immer das hier ist. So, hier. Armreife, yay, macht ihn fertig. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wenn er mich jetzt greift, bin ich weg. So, mal kurz heilen. Jo, das ist der Anfang, ne? Macht das Sinn, die Viecher hier zu bekämpfen? Die sind eigentlich mega stark und nerven nur, ne? Die kriegt man nicht so gut down und geben nicht so viel XP wie andere stärkere Gegner, die man einfach mal so wegfarmen kann. Oh je, oh je, oh je. Da war er ein bisschen offensiv unterwegs, der gute Monty. Nee, 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 jetzt will er mich wieder greifen, oder? Was macht er da? Ja, aber das ist der Anfang, wo dann auch links die Höhle war mit diesen kleinen Viechern drin, genau. Genau, daran kann ich mich erinnern und irgendwo hier links sind wir runtergekommen oder ursprünglich weitergelaufen. Da sind wir, genau, da sind wir raus auf dieses Lichtding, glaube ich, zugelaufen, oder? War das so? Genau, sehr schön. Oh, hat der eine Orientierung, oder? Gut, alles klar, wunderbar. Dann brauchen wir das hier nicht zu machen.
Zumindest mal noch nicht. Das können wir später komplementär machen, um uns hier richtig gut umzusehen. Wunderbar. Hier drin haben wir uns, denke ich mal, ordentlich umgesehen. Hier ist noch eine Schmiede. Nee, aber mit nichts Besonderem drin. Ach, und ist das vielleicht... Ach, ist das der Gefangene, den wir eigentlich suchen? Hier der, hier von der, wie heißt sie? Schmiedetante. Und hier unten ist der Bossraum, ne? Gucken wir nochmal hier oben drauf. Nee, auch nicht. Hasen dürften wir jetzt hier alle haben. Wunderschön. Dann würde ich sagen, im nächsten Part Echo, Bosskampf. Ich freue mich drauf und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.